tent. It's very hot in here, so we don't have a lot of people sitting here, but the next speaker is willing to get through that last talk. He's presenting graphs with... Ja, willkommen zur Übersetzung. Es geht um Visualisierungen von Netzwerken mit Physik. Und erstmal heißen wir Alfortic willkommen, der jetzt uns diesen Talk gibt. Hi, vielen Dank fürs Kommen. Ich werde über Visualisierungen von Netzwerken oder Graphen mit Physik sprechen. Es wird eine Kombination aus Informatik, Physik und Visualisierung sein. Das ist so was ich so sagen werde. Ich werde erstmal eine Einführung geben. Was ist das Problem und was will ich machen? Und dann spreche ich, was sind so die Inspirationen, vor allem aus physischen Systemen. Dann spreche ich ein bisschen über die Performance. Und dann werde ich einfach Visualisierungen zeigen. Hier sind ein paar Beispiele für Netzwerke. Im ganz generell sind Netzwerke Verbindungen zwischen irgendwelchen Dingen, also können Menschen sein, irgendwie zum Beispiel über Freundschaft oder professionelle Beziehungen oder vielleicht Computernetzwerke oder Transportnetzwerke, also irgendwie Haltestellen in einer Stadt und auch biologische Netzwerke, wo irgendwie Proteine können verbunden sein. Oder Synapsen. Okay, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich habe einen Master in Informatik und einen Doktor in Physik. Momentan bin ich ein Fellow, wo ich irgendwie hauptsächlich Informatik verwende, um biologische Systeme zu verstehen. In Informatik wird jedes Art von Netzwerk als Graph bezeichnet und Graphen sind komplett bestimmt bei zwei Arten von Dingen, nämlich das eine sind irgendwie Knoten und das andere sind die Verbindungen. Just for clarification, I will be talking about nur, ich werde jetzt irgendwie sprechen über nicht-direktionale, undirektionale Graphen. Ein Beispiel. This is one simple network or graph. Hier ist ein Beispiel. Three nodes. Es gibt drei Knoten. Eins, zwei, drei. And, three und drei Verbindungen. From one to two, from two to three. Von eins zu zwei, von zwei zu drei und von zwei, drei zu eins. Usually normalerweise sind Graphen am einfachsten darstellen als im Prinzip in 2D als eine Gruppe von Punkten verbunden mit Strichen im Prinzip. Und das ist jetzt irgendwie eine Verbindung davon. Also hier sieht man jetzt eine Repräsentation davon, wo ich eben einfach zufällig ausgewählt habe, wo die Punkte liegen. In dem Fall ist es egal. Wenn ich das komplizierter machen will, mit vier Punkten und sechs Verbindungen, dann sieht das eben so aus. Ich habe wieder mal zufällige Punkte ausgewählt. Und jetzt, also vorher war was mit fünf und jetzt mit zehn Knoten. Und wir sehen, dass es komplizierter wird, je größer das Netzwerk wird. Und es wird immer schwieriger zu sehen, was sind denn jetzt da die Verbindungen, was ist mit was verbunden. Hier sind zwei Beispiele von zwei verschiedenen Graphen. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl von Punkten, also im einen Fall 123, im anderen Fall 124, aber unterschiedlich verschiedene Verbindungen. Und sie sind beide irgendwie zufällig. Und es ist wirklich sehr kompliziert und fast unmöglich zu verstehen, was die Struktur dieses Netzwerks ist. Wenn wir stattdessen
die Punkte suchen, die Punkte intelligenter suchen, können wir es vielleicht besser machen. Also rechts würde es dann so aussehen. Dann hätte es irgendwie eher eine ganz klare Struktur mit ein paar Knoten im Zentrum, die stark verbunden sind. Und wenn wir rausgehen, werden die Knoten immer weniger und weniger verbunden. Auf der linken Seite würde es so aussehen, wo wir auch wieder eine sehr einfache Struktur haben, aber die ist auch wirklich sehr anders als die von vorher. Also in dem Fall ist wirklich jeder Knoten gleich verbunden mit anderen Knoten. Und das ist irgendwie das, warum es wichtig ist, wirklich schöne Layouts zu machen, weil damit kann man dann die Struktur dieser Graphen zu verstehen und damit kann man auch verschiedene Graphen miteinander vergleichen. Und diese zwei sahen irgendwie, wenn wir sie zufällig ausgewählt, zufällig dargestellt haben, sahen sie fast gleich aus, aber in Wirklichkeit sind sie wirklich sehr verschieden. Also im Prinzip versuchen wir heute zu zeigen, wie kriegen wir das hin, diese Layouts, diese Visualisierung. Generell haben wir irgendwie ein paar Kriterien, was ein gutes Layout ist, aber die sind nicht wirklich streng. Aber normalerweise ist es gesehen, dass es irgendwie gut ist, wenn sich die Linien nicht überkreuzen, wenn die Knoten sich irgendwie halbwegs gleich verteilt sind. Und wenn wir Symmetrien und Strukturen erkennen können. Und also einige Menschen haben das eben studiert und untersucht in der Vergangenheit. Ursprünglich ging es um irgendwie Computer-Circuits und die Verbindungen waren halt die Linien. Und es ging eben darum, ein möglichst gutes Layout zu finden für diese Art von Computerteilen. Physical models of physics to visualize graphs is based on the work of these people. Genau, und wenn es darum geht, wie man so Graphen visualisiert, das ist alles basiert auf der Arbeit dieser Menschen. Jetzt sprechen wir über was anderes. Jetzt schauen wir uns an, was passiert denn überhaupt in der Natur in manchen physischen Systemen? It's often the case that we see Es ist oft der Fall, dass wir in der Natur Strukturen von großer Symmetrie und großer Komplexität finden, aber auch in großer Eleganz und zum Beispiel Schneeflocken, wo wir sehen können, dass sie wirklich einfach sind, aber gleichzeitig auch komplex. Also diese Dinge sind nicht nur bei Schneeflocken, sondern auch in Seifenblasen zum Beispiel. Also Blasen haben auch so eine Struktur. Und da sehen wir eben auch so eine sehr schön aussehende und symmetrische Struktur. Und auch Moleküle haben so eine Struktur. Das ist nicht zufällig vertelt, sondern es folgt irgendwie eine Art von Struktur und man bekommt dann irgendwie ein Bild, das man verstehen kann. Also diese Muster sind dann wirklich überall. Man kann die in vielen physischen Systemen sehen. Und der Grund dafür ist, es gibt irgendwie gemeinsame Prinzipien, die dieses Verhalten beeinflussen. Und das ist eben ein physisches System, findet normalerweise einen Punkt, an dem die potenzielle Energie minimal ist. Also wir können ein physisches System definieren und die die Kräfte, die auf dieses System wirken, werden immer dafür sorgen, dass dieses System im Equilibrium ist. Also zum Beispiel eine Analogie mit einem Ball auf so einer elliptischen Kurve wird halt immer irgendwie in der tief sein. Und das ist so der Punkt, an dem das physische System sich stabilisieren wird. Und dann sieht man eben, dass dieses symmetrische und schöne Muster.
Und wir würden gerne dieses Prinzip ausnutzen und anwenden im Bereich Graphen für Netzwerke oder Netzwerk, so dass wir eben dafür sorgen können, dass der Graph auch in so einem Equilibriumsstatus ist. Und wie machen wir das jetzt? Dies ist der Punkt, an dem wir von einem abstrakten theoretischen Konstrukt, also zum Beispiel dem Graph gehen, wo das definiert ist durch eine Number, durch eine Anzahl von Knoten und Linien dazwischen. Und davon wollen wir halt hin zu einer konkreten Repräsentation. Und jetzt betrachten wir uns auf einmal die Knoten als Kugeln mit einer, die positiv aufgeladen sind. Und wir versuchen das eben auszubalancieren. Wann immer wir eine Verbindung zwischen zwei Knoten haben, haben wir eine Feder dazwischen oder eine Spule. Of charged particles connected. Und jetzt haben wir also auf einmal irgendwie geladene Partikel, die verbunden sind durch Spulen. Let this physical und wir können uns jetzt vorstellen, dass wir dieses physische System sich immer weiter entwickeln lassen wollen und die sollen dann eben sich entwickeln zu einem System, das sozusagen in einem Equilibrium ist. Und jetzt machen wir das in diesem Graph, das auf einmal diese physische Eigenschaften hat. In this case though, und in dem Fall ist die Dimensionalität, shape of the also die, energy is not so simple. Also es ist nicht so, nicht so einfach, hier die Richtung der Energie zu identifizieren. Es ist wirklich was ganz anderes, sondern es gibt sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Und es gibt zwei Koordinaten für jeden Knoten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie V-Knoten hast, dann hat es die Dimensionalität 2 hoch 10. Also 1024 in dem Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr, ein sehr komplexer, sehr großer Raum, in dem man irgendwie optimieren muss. Jetzt nur einige Kommentare zu den Kräften, die da sind, die auf die Knoten wirken. Und das ist in dem Fall die einzige Gleichung, die wir sehen werden. Depend on the distance between the charges and ihr wisst vielleicht dann, dass die Kraft, die zwischen zwei geladenen Teilchen wirkt, davon abhängt, wie weit die Teilchen auseinander sind und wie stark die Kraft dieser Feder ist. Das ist so die physische Realität, die wir von geladenen Knoten und Federn wissen. Aber hier ändern wir das ein bisschen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. So in this case, for example, also in diesem Fall können wir auswählen, können wir den Exponenten in der elektrischen Kraft wählen, also P in dem Fall. Wir könnten uns jetzt 1 aussuchen oder was anderes und wir können uns auch die Kraft zwischen den Federn aussuchen, dass die jetzt eben quadriert ist. Einfach nur, weil das irgendwie bessere Layouts ergibt. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass es irgendwie dass wir die Dynamik dieses Systems verändern können. Also in der Natur ist es so, dass die Massen einem bestimmten Gesetz gehorchen. Und das sorgt eben für Oszillierungen, also für Hin- und Herschaukeln sozusagen. Wenn in diesem Fall mit der Kugel, wenn es unten ankommt, dann wird es noch ein Stück weiter gehen und wieder zurück und so weiter. Und wir würden gerne, dass unser physisches System sozusagen an diesem Equilibrium ankommt und dann dort
aufhört. Says that the force results in an acceleration, therefore a difference in velocity. Und wir haben unterschiedliche Beschleunigungen und unterschiedliche Geschwindigkeit. Change in position instead of a change in velocity. Das sind dann, daraus resultiert dann eine Änderung in der Position. Und wir können jetzt diese Kräfte und die Dynamiken engineieren und damit bekommen wir dann eben das Gleichgewicht. Look at an example. Okay, jetzt hier ein Beispiel. So this is a graph. Jetzt gucken wir, wie das funktioniert. Wir haben hier einen Graphen, den wir benutzen werden. Ihr habt den alle schon gesehen. Wahrscheinlich habt ihr nicht an einen Graphen gedacht, aber es ist ein Graph und hier haben wir die Knoten. Der Graph hat 19 Knoten and the lines are the und 39 Kanten. And we'll do what I said before. Wir versuchen jetzt, das, was ich vorher erklärt habe. Wir denken jetzt an die Knoten als geladene Teilchen und die sind alle gleich geladen, also stoßen sich gegenseitig ab. Und die Kanten sind Federn, also immer wenn da eine Verbindung ist zwischen zwei Knoten, werden die beiden Knoten angezogen, zusammengehalten. Wir fangen jetzt einfach irgendwo random an und jetzt gucken wir uns an, wie das jetzt dann, was dann passiert. So, hier haben wir jetzt die random Position, also es ist immer noch der gleiche Graph, aber er sieht sehr anders aus. Also wir haben jetzt einfach irgendwie zufällig die Position gewählt. That I will explain later. But let's see what happens when we iteratively. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt einfach iterativ das physikalische System simulieren. Towards the configuration. Jetzt gucken wir mal, was passiert mit der Konfiguration gegen minimale Kraft. Here there is some forces playing out. Oder Energie. Whenever there is a edge, things are kept together. Whenever, but all the was passiert, wir es oszilliert so ein bisschen, weil sich ja alles immer zusammenzieht durch die Federn, aber abstößt wegen der gleichen Ladung. Und jetzt, wo ein bisschen Zeit vergeht, stabilisiert sich das System. Aber es gibt immer noch so ein bisschen Bewegung wegen dieser physikalischen Eigenschaften, die wir dem System gegeben haben. Configuration of minimum energy. Aber jetzt kommen wir an einer Konfiguration ab, an mit minimaler Energie. Und wir haben hier so eine gelbe Linie, die die Energie, die physikalische Energie zeigt und die ist eben runtergegangen. Und in Blau sehen wir die durchschnittliche Bewegung und die geht eben auch runter, also es bewegt sich einfach immer weniger. Es sieht ziemlich anders aus als die Rakete am Anfang. Sieht ein bisschen aus wie der ozeanische Sonnenfisch. Aber es ist immer noch der gleiche Graph und es ist ein relativ gutes Layout. Sides of this graph to be vertical. But this actually is a good layout given that wir haben jetzt eben keine Rakete mehr. Die Seiten sind nicht mehr vertikal. Aber jetzt ist es halt sehr schön gleichmäßig verteilt. Let's see some more examples. Okay, ein paar mehr Beispiele. Technique works. Um zu sehen, wie diese Technik funktioniert. Jetzt haben wir ein paar Informationen über die Knoten und die Kanten und wir haben wieder eine zufällige Platzierung und gucken uns an, was passiert. So you see again forces acting between the nodes. Man sieht wieder, dass die Kräfte zwischen den Kanten agieren, miteinander verbundene Knoten werden aneinander gezogen und es geht ein bisschen auseinander, weil eben Knoten sich auch gegenseitig abstoßen und je mehr Zeit vergeht, desto weniger Bewegung haben wir. Jetzt sind wir sehr recht stabil. Es gibt noch ein bisschen Bewegung, aber das wird jetzt auch gleich aufhören. Und das ist jetzt eben der Graph, den wir am Anfang schon gesehen haben. Und das war das Ziel unseres Graphen. Und so können wir eben dieses Ziel erreichen mit dieser physikalischen Simulation. Nochmal ein Beispiel, wieder etwas, das wir vorher schon gesehen haben. Das ist der Kreis. So you see the connected nodes stay connected because of man sieht wieder, dass die verbundenen Graphen, verbundenen Knoten verbunden bleiben. Everything away from everything else and they are opening up. Knoten, the graph die Ladung auf den Knoten circular layout.
rückt er alles raus, alles weg und jetzt kommt man eben wieder näher an das kreisförmige Layout. Und noch einen. Oh. These are all different types of graphs. Das sind alles verschiedene Arten von Graphen. Hier haben wir einen, der Nachbarschaften hat, also sehr verbundene Gebiete, in denen alles mit allem verbunden ist, aber diese Nachbarschaften sind untereinander, also mit anderen Nachbarschaften, nur sehr wenig verbunden. You see, there's all sorts of da sieht man jetzt, that were impossible to, dass es sehr verschiedene Strukturen gibt, die man without choosing a good layout. So sehen kann, ohne ein gutes Layout zu wählen. Given that sometimes the man kann das auch manuell machen, so this is an automated way to meistens sind Graphen sehr, sehr groß und das ist ein guter Weg, um so eine Struktur von einem Netzwerk oder einem Graphen zu veranschaulichen. Story, what about the performance here? Eine schöne Geschichte sofern, aber was ist mit der Performance? Let's say we call n the total number of vertices. So, jetzt sei n die Gesamtanzahl der Knoten. Nodes, we have to compute the n forces, so, für jeden Knoten müssen wir n Kräfte modellieren, also für alle anderen Knoten, und das müssen wir n mal machen. A number of calculations that is roughly also ist die Anzahl der Berechnungen ungefähr in der Ordnung von n Quadrat. And it's red because that's not a very good. Die rote Zahl hier. Und sie ist rot, weil das keine wirklich gute Performance ist. Multiply the size. We have a graph that is 10 times. Also, und das ist nicht gut, weil wenn man jetzt einen Graphen hat, der 10 mal größer ist als ein anderer, dann wird die Anzahl der Berechnungen schon 100 mal größer sein. Also haben wir eine Skalierung, die unglaublich schnell sehr stark wächst und dann wird es sehr schnell unmöglich, das zu berechnen. Wenn der Graph 100 mal größer wird, dann werden die Berechnungen gleich 10.000 mal mehr. More mild scaling like this green curve. Schöneres, where we can increase the size kleineres, of the graph, but not increase the time. Eine kleinere Skalierung, so wie der grüne Graph hier. And likely there is ways to do that. Es gibt wahrscheinlich Wege, das zu tun. This can happen with basically not computing the force. Das kann man erreichen, indem man nicht die Kraft auf allen Knoten berechnet, sondern nur eine Annäherung davon macht. Wir machen das, indem wir den Raum in Quadrate teilen. Und in diesem Fall gucken wir mal kurz an die, auf den gelben Knoten. What does this node see? Und überlegen sozusagen, was dieser Knoten sieht. Square in this picture as being one node. Und von dem gelben Knoten aus gesehen ist jetzt jedes Quadrat sozusagen ein Knoten. Auch wenn das Quadrat viele Knoten enthält, kombinieren wir die zu einem Zentrum der Gravität oder der Anziehung. Also rechnen wir die alle als sozusagen eine Kraft, die von einem blauen Punkt kommt, sozusagen im Zentrum der Anziehungskraft. So ein bisschen wie wenn man ein Auto auf sich zukommen sieht, dann sieht man am Anfang nur ein Licht und wenn es näher kommt, dann werden es mehr, dann sieht man auf einmal zwei Lichter. Also wenn irgendwas weit weg ist, sieht man nicht so viel, zum Beispiel auch bei Flugzeugen, sieht man irgendwie nur einen Lichtpunkt und je näher es ist, desto mehr Details sieht man mehr Lichtpunkte. Und das, was hier passiert, bei Knoten, die weit weg von dem gelben Knoten sind, die werden einfach als ein Knoten behandelt. Und dann müssen wir eben nicht mehr die Kräfte von allen Knoten berechnen, sondern nur noch so viele Kräfte, wie wir Quadrate haben oder Boxen. Nodes in the graph. And this can give us a very good approximation of the total force. Das gibt uns tatsächlich eine gute Annäherung an die Kräfte, die auf den Knoten wirken, und das ist eben diese grüne Linie. Okay, so that's good. We can be faster in okay, das ist jetzt schön. Jetzt sind wir schneller in unseren Berechnungen. Haben wir nicht mehr das quadratische Anstieg der Komplexität. Jetzt gucken wir uns an, was passiert mit dieser neuen Strategie. Circular graph, bigger than before.
Das ist jetzt auch wieder ein großer kreisförmiger Graph. As before the, ist größer als der davor und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. To go to, the configuration of absolute minimum potential energy, which is the circle. So, but das System sollte eigentlich zum absoluten Minimum gehen, also das wäre der Kreis, aber jetzt haben wir hier ein stabiles System, das aber so Kurven hat. Und am Schluss ist es sehr langsam, das System darin, diese Schlaufen oder Knoten auseinanderzufisseln. As we say. So let's da sind wir jetzt in einem lokalen Minimum. Nochmal ein Beispiel, das noch größer ist. This is a graph with almost 1,000 nodes. Das ist ein Graph mit fast 1,000 Knoten. We see that locally the layout wir is good. Sehen jetzt, dass das Layout so lokal gut ist. Some kind of surface. Da sehen wir jetzt, dass es irgendwie so eine Art Fläche gibt. And some kind of grid structure. Es gibt so eine Gitterstruktur. But globally it's not so good. So aber this global gesehen ist es nicht so schön. Es gibt wieder diese Falten untangled in order to understand the structure of this graph better. So why is this happening here? Jetzt die Frage, warum passiert das so? Why is it so slow to untwist those ist das System so langsam darin, the reason is that das jetzt aufzufalten? There is many nodes in these graphs. Ein Grund ist, dass es sehr viele Knoten gibt. All of them, we're moving all of them and um jetzt diese Falten wieder rauszubekommen, müssen sich ja alle Knoten bewegen. Viele Knoten auf die andere Seite kommen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen so eine Falte oder so eine Verdrehung rausbekommen möchte. Und deswegen kommen wir hier nicht zu einem optimalen Layout. In order to be able to visualize even bigger graphs like was wir jetzt gerne hätten, um noch größere Graphen zu visualisieren, wäre jetzt die Möglichkeit nicht nur Node by node, den Graphen Knoten für Knoten zu bewegen, sondern wir wollen große Regionen von einem Graphen zu bewegen und dann langsam immer detaillierter werden, bis zu dem Punkt, wo wir wirklich einzelne Knoten bewegen. So, I will describe a little bit schematically how. So, ich werde jetzt ein bisschen schematisch beschreiben, wie man das machen kann, aber wir gehen nicht wirklich sehr tief in die Details. Wir gucken wieder an die das Beispiel an, das wir vorhin schon hatten. Das ist jetzt ein relativ kleiner Graph, der jetzt auch schon ein Layout hat. Create, let's say, a rough version of the graph. Lay out these rough features first and then move. Wir betrachten das jetzt sozusagen als ein grobes Layout eines Graphen, wo wir das grobe Layout erst betrachten und dann erst die Details. And local minima, und ich möchte jetzt eben nicht einzelne Knoten betrachten. So I will choose only some of these nodes. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Knoten wählen, zum Beispiel hier diesen grünen. And then I forget about all its neighbors. I forget und dann about the white one, vergessen wir die weißen Knoten, alle Nachbarn von dem grünen Knoten. Dann wählen wir weiter wieder einen grünen Knoten und vergessen die Nachbarn. Also nicht richtig vergessen, aber wir behandeln die sozusagen auch als den grünen Knoten. Und das mache ich jetzt immer wieder. Ich wähle wieder einen grünen Knoten und kombiniere ihn mit all seinen Nachbarn, mit den weißen Knoten und so weiter. Complete all the nodes of the graph. Mache ich so lange, bis alle Knoten des Graphen grün oder weiß sind. Und jetzt schauen wir nur noch mal die grünen Knoten an. Und jetzt haben wir eine sehr einfache Struktur für den komplexeren Graphen vorher. We can do the layout in this graph. Jetzt können wir erstmal das Layout in diesem einfachen Graphen machen, der eben einfacher ist und mit weniger Knoten. Dann können wir wieder weitere Details, also mehr Knoten, die ursprünglichen Nachbarn wieder hinzufügen. Und so kann man eben Graphen vereinfachen. Dann könnte jetzt diesen Graphen auch nochmal vereinfachen in zwei Knoten. Also das ist aber jetzt schon ein Skelett eines ursprünglichen Graphen. Aber wenn das jetzt sozusagen sehr großer Graph ist, kann man das viele Male machen und so den Graphen vereinfachen. The rough parts of the graph. Und then sozusagen das Prinzip ist, dass man erstmal so grob das Layout des Graphen auslegt
And that continues until we are finished. Dann eben detaillierter und das immer wieder wiederholt, bis man den kompletten Graphen ausgelegt hat. What we can do using this technique. Here is jetzt hier ein Beispiel, was man mit dieser Technik machen kann. The previous example that I showed that was full of twists and so on looks like. Das ist jetzt das vorherige Beispiel, das vorher so Feuerfalten und Verdrehungen war. Und jetzt haben wir das schön ausgelegt. We can even do bigger ones like this. Können wir sogar größere Graphen machen. More than 4,000 more, zum Beispiel diesen hier mit 4,000 Knoten und 12,000 Kanten. Or like this. Oder zum Beispiel hier dieser Graph. Dieser. Or like this. Or like this. And we can basically achieve good layouts efficiently. So bekommen wir eben effizient schöne Layouts für sehr große Graphen. That are quite often encountered in many scientific problems. Solche Graphen sieht man häufig in naturwissenschaftlichen Problemen. Connections between die Struktur und eben die Verbindungen all dieser Teile in diesem Netzwerk kann man so visualisieren. Questions you might have. Und ja, damit möchte ich mich bedanken. Und jetzt kommen noch Fragen, wenn ihr Fragen habt. Hi. Okay, eine Frage. Habt ihr euch überlegt, irgendwie Graphen mit Richtung zu modellieren? Also zum Beispiel Informationsflüsse? Ich habe das noch nicht gemacht. Antwort? So in this case perhaps you could imagine that in diesem Fall können wir uns vielleicht vorstellen, dass die Kraft nur von einem Knoten geht und nicht in der Rückrichtung. This is also a quite radical modification of the physical. Das ist tatsächlich eine sehr radikale Veränderung des physikalischen Gesetzes, aber ich habe das noch nicht gemacht. Noch Frage, vielen Dank für den Talk. Hast du dir angeschaut, was für Eigenschaften diese schönen Graphen haben? Also irgendwie sowas wie Mincat? Subtrees? Oder so kleinere Teilgraphen gemacht? Einige Eigenschaften dieses Graphs, die zeigen, die irgendwie beweisen können, ob etwas schön oder hässlich ist. Also vor der Visualisierung. Die Antwort? Also eine Art von Prozessierung, die wir gemacht haben, ist eine Art von Clustering, also aufteilen in Gruppen. Und das kann Ihnen dir eine Idee geben, ob es eine Struktur gibt oder nicht. Und kann dir auch mit dem Layout helfen. Give good initial positions, let's weil es eben gute originale Positionen gibt. That's what thanks. Aber ja, das ist nur das, was wir gemacht haben. Thanks Frage? For your talk. I recently did some, ich habe vor kurzem eine Simulation gemacht zu non-linear oszillatorischen Netzwerken. Also die Knoten sind Oszillatoren, die eine zufällige Frequenz haben und wenn ich das System weiter spielen lasse, dann werden die Knoten synchronisieren, also die Frequenz ihrer Nachbarn übernehmen. Und am Ende habe ich dann eben eine Art von Clustering, also viele Knoten, die die gleiche Frequenz haben, bis ich vielleicht ein Cluster habe, wo jeder Knoten die gleiche Frequenz hat. Das basiert auf der Arbeit von Professor Yamoto. Ist es möglich, eure Technik auf diese Arten von Simulationen zu machen? Die Antwort, ich kenne diese Arbeit nicht. Für mich, nur so, wenn ich das jetzt höre, scheint es eine Resonanzsituation different frequencies that mit den verschiedenen Frequenzen, oscillators, die dann eben sozusagen
verbundene Oszillatoren entwickelt. I can see connections between the Asian. Ich kann Verbindungen sehen zwischen den verbundenen Oszillatoren und dem, was ich mache. Even though, okay, the, obwohl forces and dynamics die Kräfte und Dynamiken vielleicht anders sind und deswegen angepasst werden müssten. But yeah, it would be interesting to explore the. Ja, also es wäre interessant, diese Verbindungen zu sich anzuschauen. Bis jetzt habe ich. I don't know if, weiß ich nicht, ob die gleiche Art von Behandlung hier angebracht ist. Weil hier schauen wir, in meinem Fall schauen wir uns Kräfte an und in eurem Fall ist es vielleicht eher, geht's vielleicht eher um Matrizen. Aber vielleicht ist da irgendwie eine Analyse oder irgendwas analog, das wir uns anschauen können. Are there any other questions? Gibt es irgendwelche anderen Fragen? Aus dem Internet zum Beispiel. Okay. Nee, okay, dann vielen Dank. Thank you very dann vielen Dank fürs Zuhören dieser Übersetzung. Wenn ihr irgendwie Feedback für uns habt, dann tweetet us @33lingo oder mit dem Hashtag